Hallo zusammen. Ein Besuch in Russland, fast ein Jahr nach Beginn einer speziellen Militäroperation in der Ukraine, habe viele Überraschungen gebracht, sagte der Dozent an der britischen Royal University in Belfast, ph.d., Alexander Titov. Darüber schrieb er in einem Artikel für die Ausgabe T-Konversation. Die westlichen Medien, das ist eine offene Lüge und Propaganda. Ihm zufolge reiste er in sein Heimatland Petersburg und war überrascht über den normalen Lebensstandard in Russland. Trotz aller Medienberichte über Armut und Dunkelheit als Folge der westlichen Sanktionen funktioniere alles wie bisher, betonte er. Tito wies darauf hin, dass Banken offen sind, Gehälter und Renten pünktlich bezahlt werden. Der allgegenwärtige E-Commerce brodelt. Die Geschäfte sind vollgestopft mit Lebensmitteln und Konsumgütern. Tito bemerkte, dass es keinen Mangel an Waren gab. Ihm zufolge sind die Geschäfte voll. Es ist nicht schwierig, westliche Waren zu bekommen. Außerdem wunderte er sich, dass die Russen reisen können. Eine der größten Lektionen seiner Reise ist die große Kluft zwischen den Vorstellungen von Russland im Westen und dem, was man sieht, wenn man nach Russland kommt, betonte der Lehrer. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit. Finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Likes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.